Ich wusste, dass da was kommt. Post. Wir haben Post. Oh mein Gott. Wow. Wir haben einen Brief gekriegt. Wir haben einen Brief gekriegt. Wir haben einen Brief gekriegt. Ich frag mich nur, von wem? Hinsetzen, zuhören, freuen. Seid ihr bereit? Ja. Okay, Abfahrt. Lies vor. Liebe Beauties, liebe Nerds, jetzt ist Party-Time. Gleich startet die Poolparty mit fetziger Musik, leckeren Drinks und witzigen Partyspielen. Bitte zieht euch jetzt eure Badeoutfits und stylt euch für das nächste Coachella-Samui. Also ihr wisst, was zu tun ist. Abfahrt. Party-Time. Die perfekte Poolparty für mich wäre tolles Essen, natürlich ein Pool und coole Musik und coole Menschen. Hey yo, das haben wir alles am Start. Nur, wo bleiben denn die coolen Menschen? Ah, da sind sie ja. Ich und Poolparty, Leute, stellt mich am Grill, gebt mir eine Flasche, ich hab Bock. Auch musikalisch gibt's keine Schonkost. Ganzen Fuckboys, baby, gib ihm, baby, gib ihm. Ey, das ist meine Musik, ich liebe das. Schieß. Schießen, ich hab da gar nichts drin, aber da habe ich schon da schießt. Ich will dann irgendwelche Bitches nass spritzen, es geht nicht. Wir können diese Flasche nicht einfach nur trinken. 10 cm Stoff, baby, gib ihm. Die Nägel länger als die Shorts, baby, gib ihm. Fahren in dicken Limousinen durch die City mit den Fingern. Die ganzen Fuckboys, baby, gib ihm. Die Stimmung ist mega. Alle sind gut drauf, alle sind happy, alle haben Spaß. Ja, besonders du, Shelly. Oh, ich bin schon ganz feucht, du. Ja, ich merke das schon. Das geht mit Scooter wieder weg. Colin, ich brauch dich. Yeah. 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 I feel hardcore. Yeah. Das ist eine Party nach meinem Geschmack. Also alles sieht genauso aus, wie ich es liebe. Kalte Drinks, ein Grill. It's getting hot in here. Also ich liebe alles daran. Es wird sogar noch hotter hier. Highlight war auf jeden Fall, dass sich alle voll gut miteinander verstanden haben. Wir haben Twister gespielt. Das war richtig cool. Wir waren echt alle miteinander. Und auch durcheinander. Oder übereinander. Und dann habe ich mein rechtes Bein auf grün oder so gemacht und auf einmal. Mach einmal alle gucken. Ich konnte es ja nicht wieder zurückstecken, weil ich sonst verloren hätte. Da unten rum ist ordentlich was drin und das kann mal eben schnell aus der kurzen Badehose rausgucken. So. Es sind meine Eier gucken raus. Das war echt eine Menge Fleisch. Ja, wer kennt das nicht? Abgeseilte Körperteile bleiben auch weiter Thema. Digga, ich würde dir echt einen richtig genialen Harness binden, dann brauchst du kein BH tragen. Harness? Ja. Was BH, ist das denn? So eine Art Verstrickung aus Seilen. Der kann das bauen. Oh, du stehst auf Bonding. Bisschen. Ja, ich hab doch. Sag einfach ja. Ich gehe gerne auf bestimmte Partys. Und ich bin eine Person, die sehr, sehr gerne in Richtung Bondage bzw. Bonding unterwegs ist. Er ist halt knallhart, also wie er erzählt, ob es stimmt. Bei Pierre weiß man nie so ganz, ob das, was er so erzählt, die Wahrheit ist oder ob er einfach ein bisschen höher stapelt. Ich habe in dem Thema gar keine Ahnung, ehrlich. Alles da habe ich echt was davon, von euch gelernt. Ja, du bist bestimmt voll der langweilige Liebhaber, gell? Ja, ich bin normal. Ja, du bist einfach. Normal, du bist so, ich glaube, du bist ein Hoppelhase. Nee, was ist das? Ein Hoppelhase ist so bam, 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 bam. Nee, normal. Was einfach normal? Normal. Ohne diese ganzen Schlägereien da drin. Ja, was ist normal? Normalen Sex. Ich mag dieses klassische, ganz normale. Viel Feeling auch. Heute so, morgen so. Wenn man die Frau verwöhnt. Du machst es? Ja, das ist das. Ehrlich? Ich verwöhne die Frau. Und ich habe auch Spaß dabei, die Reaktion der Frau zu sehen und sie zu verwöhnen dabei. Weißt du? Ehrlich? Dass sie auf ihre Kosten kommt. Ja, das hätte ich jetzt nicht bei dir gedacht. Das zeigt ja auch so ein bisschen, wenn er so ein Giver ist im Bett, dann zeigt das ja auch so ein bisschen guten Charakter. Ich habe ja gesagt, ich will auch seine Facetten mehr kennenlernen. Auch das Treppentrio Babu, Shelly und Linda begibt sich talkmäßig in den Intimbereich. Was ist eure erogene Zone? Mein Nacken. Dein Nacken? Bei dir? Ohr. Ohr? Ohr, ja. Also beim Nacken ist Feierabend, ne? Also da ist Gänsehaut, da bricht's. Anfassen oder küssen?
Küssen. Küssen. Also. Dieser Hauch. So reinhauchen, oh. Ne? So die kalte Luft rausziehen und dann die warme Luft reinhauchen. Oh, hasse ich. Ich hasse das. Meine Nippel. Echt? Nee, Nippel. Aber das hat zweites bei mir. Also, ja? So hat er gar nicht. Ich sag jetzt mal nichts. Aber so hat mich eine gewisse Person rumbekommen, als er die berührt, dann war Feierabend, da war direkt so rübergehend. So, nee, meine Nippel sind meine erogene Zone. Hattet ihr schon mal einen Orgasmus? Von innen oder von außen? Innen? Ja, klar. Von innen? Ey, wie ist das? Krass, anders. Noch nie in meinem Leben. Was? Generell hatte ich bei einem Geschlechtsverkehr noch nie einen Orgasmus. Schon krass. Was? Ja, ich hab ja gesagt, Sex das ist aber auch so. Oh mein so Gott! Ja. Machst du es ja auch nicht selber? Ja, aber doch nicht von innen. Ich möchte einfach nur mehr Zeit haben. Boah, das ist aber traurig. Also, ich weiß, wie sich ein Orgasmus von außen anfühlt, aber ich weiß nicht, wie es von also innen ist. Also, von innen dann pocht dein ganzer Körper einfach. Ist Weltklasse. Echt? Oh mein Gott, ich will wissen, was ist. Danach ist das so, danach ist das so. Ah. Aber eine Poolparty ist fast genauso gut. Immer Bier holen. Du bist schon wieder hässlich. Ein, zwei Bier und du bist wieder schön. Ein Clip reicht dir nicht. Hier gibt's auf Join die ganze Folge kostenlos für dich. Du hast keine Lust mehr, irgendwas zu verpassen? Dann abonnier doch einfach hier ganz easy unseren Kanal. Beauty in the Nerd, jetzt in Thailand. Ich hab Spaß, ich hoffe ihr auch. Klick jetzt einfach hier, um ein weiteres cooles Video anzusehen.